Urheber des Videos könnte möglicherweise das Zentrum für politische Schönheit sein. Die linke Gruppierung wurde bekannt, als sie vor dem Haus des AfD-Spitzenmanns Björn Höcke ein Mahnmal in einer Nacht- und Nebelaktion errichtete. Der Twitter-Account Kurzschluss 14, der auch Strache-Videos an die Öffentlichkeit brachte, steht in enger Verbindung zur Gruppe. Äußern wollen sich die Politaktivisten erst, wenn auch der österreichische FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zurückgetreten ist. Der tatsächlich kurz vor dem Rauswurf steht. Gegenüber dem ORF soll der Sprecher der Gruppe Stefan Pelzer, hier links im Bild, aber dementiert haben, an den Videos beteiligt gewesen zu sein. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz verspricht derweil volle Aufklärung, was den Inhalt der Videos angeht. Es müssen alle Verdachtsmomente, die sich aufgrund des Videos ergeben, geprüft werden. Das betrifft natürlich die Themen des potenziellen Machtmissbrauchs bis hin zu Fragen von möglicher strafrechtlicher Relevanz. Auch darüber hinaus ist natürlich die Frage aufzuklären, wie dieses Video entstanden ist und wer es beauftragt hat. Und wer es lancierte. Ein neuer Ausschnitt zeigt, welche schmutzige Gerüchte Strache gegen Politikkollegen erhebt. Hier mit dem Rücken zur Kamera. Ein Informant habe ihm angeblich Fotos von Ex-Kanzler Christian Kern zugespielt mit minderjährigen Schwarzen in Kapstadt. Und angeblich Informationen zu Sexorgien von Sebastian Kurz, auch Drogen seien im Spiel gewesen. Die unbelegten Vorwürfe hat Strache bereits zurückgenommen. Die Machart des Videos bezeichnet er als politisches Attentat. Rechtsextremismusforscher halten die Methode im Falle der FPÖ aber für angemessen. Es ist nie fair, in die Privatsphäre einzudringen, aber das Ergebnis zeigt, dass in diesem Fall, und das ist eine Ambivalenz, in diesem Fall es zu einer Kennzeichnung eines der wichtigsten antidemokratischen Politiker in Europa geführt hat. Neuer FPÖ-Chef ist jetzt Norbert Hofer, ein enger Kompagnon von Strache. Ein neuer Vizekanzler wurde noch nicht benannt. Im September soll in Österreich neu gewählt werden.